Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich dachte, ich schaue mir mal Railroad wieder an. Aus dem Early Access ist es ja mittlerweile wieder draußen und ich habe es ja ganz am Anfang gespielt, beziehungsweise habe ja damals bei der Übersetzung geholfen. Und ich dachte, ich schaue mal so rein, was hat sich so getan? Also mitunter, das Menü ist jetzt ganz anders und es gibt ja auch mittlerweile eine Story und so und diesen Rush-Hour-Modus. Und ich dachte, wir machen heute mal Fahrplan. Und ich habe gesehen, es gibt jetzt neu die Karte Winterthur. Bei mir ganz um die Ecke. Wird als sehr schwer eingestuft. 68 Züge. Fahrplan dauert 2 Stunden. Ich glaube nicht, dass wir alle 2 Stunden machen werden. Aber zumindest mal reinspielen. Und ja, schön, dass wir es mal wieder machen. Wir sagen jetzt hier Play. Ne? Bitte? Play? Hallo? Hallo? Play? New Game? So. Machen wir es halt so. Ah, ist noch im Early Access. Ich dachte, wäre schon fertig. Ja, und dieser Effekt ist auch neu, dass das hier alles so angeht. Muss mal schauen, ob ich die ganzen Soundeffekte so drin lasse. Also, das ist der Hauptbahnhof Winterthur mit seinen 9 Gleisen hier. Da haben wir 2 Kopfgleise. Wir haben da 2 Abstellgleise, wir haben da Abstellgleise und da geht es nach Hettlingen hier noch raus, beziehungsweise ja, Schaffhausen. Da haben wir hier noch ein Siding, dann haben wir hier Grütze und das Portal Hegi. Jetzt noch St. Gallen, da geht es nach Rüti. Hier haben wir noch 4 Bahnsteige. Reutlingen nach Stein am Rhein und Wiesenlangen nach Frauenfeld. Oberwinterthur mit 2 Haltestellen. Und hier oben Döss und dann Wülfingen nach Bülach. Und hier geht es nach Zürich, da wo ich bin. Hier spielen jetzt mal Zentralstellwerk, Kemptal. Und hier unten angedeutet die Gütergleise hier mit einem. Okay, wir haben die S41 in Wülfingen. Wo ist das? Ach, da oben. Und da haben wir den Zug, den können wir hier dann annehmen. Und der möchte hier nach Töstgleis 1. Kannst du haben. Bleibt da kurz stehen und dann Winterthur Gleis 9. Das gebe ich dir jetzt hier einfach schon mal. Bist ja auch der Erste. Und in Winterthur geht es dann wieder retour. Was ich jetzt hier gleich mal einstelle, bei diesen Kopfgleisen hier. Automatisches Zugwenden. Kann ich das hier oben... Gibt es jetzt noch... Wir haben einfach automatisches Zugwenden hier. Weil das Portal ist nur das eine Gleis. Okay. In Offsiding wird es da oben mitgewertet. 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, hier machen wir es auch noch für die 2 Gleise. Und ansonsten, glaube ich, brauche ich das momentan nirgendwo. Ah, da kommt schon der nächste. S7. Winterthur Gleis 7. Winterthur Gleis 7 ist da oben, also fährst du mal hier drauf. Ach ja, wenn wir hier einen Zug anhalten, dann gibt es Minuspunkte. Das wollen wir natürlich nicht. Und das war hier ein Fehler. Der darf zuerst hier reinfahren. Und du fährst wieder in Richtung Zürich Retour. Der Zug endet hier. Okay. Dann machen wir hier schon mal sagen, wenden. Das heißt, wenn er dann anhält, dann wird er hier wenden. Jetzt fährt er gerade in die SBL hier rein. Beziehungsweise, sie glaube ich hier automatische Streckenblock, glaube ich, heißt sie. Man kann jetzt ganz schön weit reinzoomen. Das ging vorher nicht so krass. Gut, nachdem jetzt erstmal nichts passiert, erstmal weiter. Beziehungsweise, machen wir jetzt erstmal Musik an. Und ich glaube, ich mache mich mal ein bisschen leiser. Dann ist gleich ein bisschen angenehmer. Weil die Standardmusik hier von dem Spiel, das ist nicht so ganz meins. So, fast forward. Oh, Interregio. Von da oben. Okay, der fährt dann direkt Gleis 4. Gleis 4 ist da.
Dann fährst du hier so runter und fährst dann Richtung Zürich. Du wendest ja dann auch, also hier bitte einmal wenden. Noch ist ruhig, aber hier wird dann gleich noch Verkehr kommen. Ich habe ja schon ein bisschen reingespielt hier in Winterthur. Und der nächste Interregio. Gleis 6 willst du. Das ist da oben. Fährst du nach rechts weiter? Ja, der fährt nach da oben, nach Frauenfeld. Boah, da müssen wir bei dir erstmal nichts machen. Alle hier unterwegs? So, wann ist hier die Abfahrt? In 9 Minuten, in 8 Minuten. Sehr gut. Also die Farbe verändert sich Gott sei Dank hier. Ich glaube, das wird dann orange, wenn es dann kurz vor Abfahrt ist. Sehr hilfreich hier in der Übersicht. Ah, da kommen schon die nächsten. Intercity. Der will auf Gleis 3. Also einmal straight durch. Und fährt dann nach Zürich. Oh, der bleibt aber nicht lange stehen. Der fährt auch noch. Chemtrail. Wird der Interregio vor dem Intercity? Vermutlich schon, oder? Was ist deine Abfahrt? 17:03. 17:01. Der fährt zuerst. Okay. Und du willst dann auf 1. Okay. Kannst du haben. So, 6 Minuten, 7 Minuten. Du hast Abfahrt um 5 nach. Also können wir auch für den schon mal die Fahrt voreinstellen. Das heißt, einmal vorprogrammieren. Und dann hat sie HTC1. Das heißt, die werden das dann gleich nochmal so stellen, wie ich das eingestellt habe. Dann brauchen wir uns um die zwei nicht mehr kümmern. Oh, der wird jetzt gleich mal losfahren. Total. Wie ist denn? Also einmal. Noch da, noch da. Noch da. Kannst du hier durchbrettern. Ist auch cool gemacht jetzt mit den Farben, ne? Dass quasi die, also die nächste Farbe in der Farbe ist, wie die Station hier drin ist. Kann man übrigens ausschalten. Kann man noch mehr hier ein bisschen ausmachen. Aber ich lasse mal so, wie es ist. So, was haben wir hier? Die S11. Und will hier auf Gleis 4. Und dann wieder zur Gleis 3. Und fährt dann nach Zürich weiter. Also direkt hinter dem Intercity. Sollen wir schon mal vorprogrammieren. Gut, der fährt in 4 Minuten. Hier lässt man nichts zu tun. Vorspulen. Kommt schon der nächste. Schon wieder ein Intercity. Gleis 5. Gleis 5 ist dann so rein. Du musst um 17:06 da sein und du fährst um 17:05 aber ab. Oh, das wird spannend mit euch beiden. Ich glaube, den lassen wir zuerst hier durch irgendwie. Den könnt ihr eigentlich von da oben so reinfahren lassen. Aber da kommen wir nicht mehr runter. Es wäre schlauer gewesen, wenn wir dich noch da oben schicken. Na, aber dann kann ich immer auf Gleis 5. Ah, du musst da leider so fahren. Oder runter. Mach das mal so. Und dann kannst du nämlich hier dann da reinfahren. Und von da noch da runter. Können wir schon mal einprogrammieren.
Und wenn der das gemacht hat, kommst du auf... Ach, nee, Moment mal. Ja, er kann ja so auf Gleis 5 fahren. Ja. Habuha, mach's nicht immer so kompliziert. So, der ist auch unterwegs. Bin ich zufrieden. Okay. Weitermachen. Noch einer. S12, Mitte zur Gleis 4. Das ist da unten. Ja, gut. Schicken wir mal. Hier drauf. I guess. Wobei, der muss dann hier runter. Warum Gleis 4? Ist gerade ein wenig unpraktisch. Und dann fährst du noch da rüber. So, Junge, gib Gas. Oh, scheiße. Der fährt jetzt ja auch weg nach TÜS Gleis 1. Oh, 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 oh. Und dann da rein. Kann ich dir die Fahrt noch da unten schnell geben? Geht sich das aus? Na, wir lassen den jetzt erstmal zuerst fahren. Fuck, die werden sich jetzt genau hier begegnen. S24. Oberwinterthur Gleis 4 und dann Gleis 5. Da steht jetzt aber gerade ein Zug. Ich muss mal einstellen. So, und du musst dann Gleis 4. Wo fährst du dann hin? Nach Hegi. Du fährst also geradeaus weiter. Ja, tut mir leid wegen der Ampel. Geht leider nicht anders. Ja, wegen der Ampel, wegen dem Signal. So, Hegi in einer Minute. So, Kemptal Minute 55. Ah, das ist der Güterzug für da unten. Da bleibt hier ewig lang stehen bis 47. So, der soll mal da runterfahren. Lauft! So. Und da sind die weg mit dir. Kommt jetzt der S24. Andererseits, weißt du was, wir werden das mal canceln. Damit der hier Vorfahrt hat, weil der Güterzug da ist mal egal, wenn der warten muss. Intelligente Sortierung, was macht das? Ah, nach der nächsten Abfahrt. Das ist praktisch. Ich glaube, wir können wieder ein bisschen vorspulen. Ja, mein Gott, Güterzug.
Ist mir egal, ich muss jetzt ein bisschen warten. Der arme Bub hier. Du fährst den nach Grütze. 7. Und dann Egi. Also du fährst im Intercity hinterher. Alles klar. Ist schon mal vorprogrammiert. Da wartet eine S26. Winterthur Gleis 2. Ist hier. Okay. Noch ein Zug, der irgendwo wartet. Nö, sieht nicht so aus. So, jetzt kann ich ja gleich fahren. Ich meine, die Ankunft ist um 15, also von daher ist er ja gut in der Zeit. So, wo bist denn du denn hin? Du wirst auch hier nach Zürich fahren. Gut. Holy shit. 3 Züge gleich. Was haben wir hier? Gleis 6 bleibst du hier kurz stehen und willst dann auf Winterthur Gleis 1. Ist deine Abfahrt da, die ist um 15? 13, okay, der fährt vorher weg. Wo noch? Ah, scheiße, hier oben auch noch. Oberwinterthur Gleis 4. Und dann Winterthur Gleis 6. Machen wir das mal so. Da hinten auch einer. Ja, nimm mal an. Wieder zur Gleis 8. Das ist da oben. Der fährt dann nach Grün. Das ist eh hier oben. Das passt sehr gut. Und bei dir war es... Oh, du musst in die Abstellung. Okay. So was Southsidings, also hier rein. Spannend. So, der ist auf dem Weg. Gut, dann Minute 20. Können wir dir schon mal eine Fahrt hier reingeben. S8. Ah, der fährt dann wieder in die Richtung zurück, nachdem er in Abstellgleis gewesen ist. Winterthur Gleis 9. Das ist das oberste hier. Gut, Vorspul. Ja, da bleibt erstmal 25 Minuten hier stehen. Was bist jetzt du? Winterthur Gleis 7. Und dann Kemptal. Ach, Leute, sag mal, wie viel kommt denn da jetzt? Winterthur Gleis 5. Kannst du haben? Du fährst dann nach Reutlingen. Was? Echt? Reutlingen? Wo ist denn das? Ach, das ist da oben. Okay. So, Hettlingen in einer Minute fährt der da rein. Kann ich eigentlich schon mal voreinstellen. Dann bist du für mich nicht mehr interessant erstmal. Interregio. Von da. Gleis 3. Und fahrt dann nach Zürich. Irgendwie cool, wenn man hier einen Skin raufpacken könnte, wenn man irgendwie sieht, wie der Zug eigentlich in echt aussehen würde. So, in 6 Minuten fahrst du auf Southsiding hier rein. Haben wir manuelle Signale. Das wird entsprechend auch die Weichen manuell machen.
Und du Northsiding, also hier oben rauf. Alles klar. 23 Minuten, 24 Minuten. Cool. Er hier ist noch unterwegs. Okay, der will noch Testgleis 1. Und dann Winterthur Gleis 9. Leg dich mal bis hier hin erstmal. GX? Was ist GX? Sagt mir jetzt gar nichts. GX? Ist das irgendein Privater? So, 2 Minuten. So, Northsiding ist beliebig, auch in 2 Minuten. Ja, dann fährst du dann hier rein. Dankeschön. Automatisch wenden habe ich an, gell? Ja, sehr gut. S7. Alles von da hinten. Winterthur Gleis 7. Ist da oben. S67, das ist dann hier drauf. So, aber der Kemptal, der muss erstmal hier runter. Ich hoffe, er macht den jetzt hier zuerst. Können wir andere Musik machen? Besser. Also manchmal die Musik bei Epidemic, die ist schräg von der Auswahl. Cool, der hat es genauso gemacht, wie ich das wollte. Du fährst dann nach Oberwinterthur. Nach da. Gleis 3. Und dann nach oben Richtung Stein am Rhein. So, vorspulen. So, 2 Minuten nach Oberwinterthur. Und Reutlingen. Oder? Ja. Okay, der muss dann auch nach Kemptal. Wer vorprogrammiert? 2 Minuten S7. Die muss als erstes fahren. Du bist dann auf Gleis 9. Ah, das sind sie jetzt hier wieder im Weg. Wird sich nicht vermeiden lassen. So, du da oben Gleis 9. Wäre schon mal voreingestellt. Wobei, na, das wird er vermutlich jetzt erstes machen, oder? Nee, doch nicht. Intercity! Also wenn ich nicht schon genug hätte, Gleis 5. Hier rein. Wenn wir mal ganz kurz räuspern. So, bin wieder da. Oh, knappe Geschichte da. 15 Sekunden. War schneller. Cool. Der hat auch seine Einfahrt. Du kannst danach wenden. So, und der will jetzt in die South-Sidings. Nehmen wir mal das... Oh, was ist der hier? 10 Minuten darfst du mir jetzt meinen Gleis da blockieren. Mensch, das ist wieder Helden. 12 Minuten bleibt der da oben stehen. Was haben wir da unten? 18 Minuten, 17 Minuten. Du bist ja noch ewig lange. 2 Intercities. Gleis 6.
Okay. Fährst mal den hier hinterher. Wo ist der andere? Der ist da oben. Gleis 4. Und fährt nach Zürich. Okay. Hey, das macht echt wieder Spaß, ein bisschen Railroad zu spielen. Das ist immer eine ganz angenehme Abwechslung zu den ganzen anderen Stellwerk-Sims. Wenden habe ich drin. Ja, habe ich drin. So, du musst bitte noch einmal wenden. Du fährst ja wieder Richtung TÜS. Holy shit. Und wo? Intercity, Gleis 3. Einmal geradeaus. Wo ist der nächste? Oh, fuck. Oberwinterthur Gleis 4. Winterthur Gleis 4. So, und das nochmal hier voranstellen. Wohin fährst du? Du fährst nach Hegi. So, der hat mal seine Ausfahrt. So. So, Leute, ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ich bin gleich wieder bei euch. So schnell geht's und da bin ich auch wieder da. Wir machen die Musik mal wieder an. Dann gehen wir raus aus der Pause. Okay, so da. Kurzen Überblick. War jetzt gerade mal 10 Minuten weg. Der fährt weg, der fährt rein. Da vorne ist alles super. Du fährst nach Zürich. Ich gleich mal nach 2 Minuten. Kann dir eigentlich die Fahrt hier schon mal geben. Oh, in Polen wäre das schon wieder schlimm. So, ein bisschen weiter. Was willst du denn? Ach, da oben fährst du rein. In einer Minute. Fährst du dann straight da durch. Schon Gleis 1, oder? Ja. Geht auch hier. In ganz klein. So, 7 Minuten, 9 Minuten. Oh no, du fährst zuerst nach Kemptal. Schon wieder? S23, Schwittertür Gleis 6. Das ist da oben. Wo der rote Kollege gerade ist. Sonst noch ein? Nö. Schöne Musik. Was werdet ihr anhalten müssen? Wo? 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 Ach so, er hier, wegen dem da. Ja, mein Gott. Wird er überleben. So, der zischt ab. Dann tue ich das mal für dich vorprogrammieren. Und dann kommt er hier. Einerseits hätte er auch bis da vorne fahren können, rein theoretisch. Naja, ist wie es ist.
17:34. Ja, das geht sich doch locker aus. Keine Verspätungen hier bei mir. Gut, vorspulen. Interregio. Gleis 5. Du fährst nach da oben. Und dann hier rein. Wo fährst denn du dann hin? Du fährst in die Abstellung. Interessant. Und zwar North Sidings. Oder oben rauf. Bleibst aber erstmal hier ein bisschen stehen. Okay. Komm mal schneller. Ich bin wieder knapp hier. Nice. So, und der fährt in 4 Minuten wieder los und der will dann auf Gleis 9. Das heißt, der Spunky da muss erstmal weg. Noch Tös. Gleis 1. Und dann da rein. Gut. Vorspulen. Oh shit, 47. North Siding beliebig. Wie kriege ich denn die Steuer auf? North Siding. Ach, ich kann dich hier nach da unten schicken. Das wird jetzt eine knappe Sache. Ja, gut, dann musst du jetzt kurz stehen. So, und du kommst dann hier runter. Es kommt jetzt hier einer, Gleis 7, S12. Gleis 7. Also dann hier rauf. Und der will dann auch noch Zürich fahren. Ja. Boah, Minuspunkte, minus 2. I'm sorry. So, komm, gib Gas. Nein, scheiße. Zuerst der hier. So, und dann kommst du hier. Noch 2 Minuten. Wir haben kleinen Stau in Winterthur. Was ist jetzt? Was? Fertige 30 Züge pünktlich ab. Ah, okay. Gigi. Minute. Das heißt. Da runter. Oh scheiße, du bist auf Gleis 9. Du darfst noch nicht auf Gleis 9. Du musst bitte warten. So, du bist Gleis 7. Jetzt musst du kurz warten. Du bist was, den geben wir jetzt schon mal die. Ah, ich darf ihm das gar nicht geben. Weil natürlich checkt, dass das hier blockiert ist. Ja, so viel zum Highscore. Oh scheiße, der fährt auch in einer Minute weg. So, für dich, das ist eingestellt, okay. Mein 6 ist hier runter. Ah, der wird jetzt abend meckern, weil er jetzt hier nur drin ist. Und der fährt aber. Okay, er hier fährt dann noch hier oben. Gut, dann sind wir den dann schon mal recht schnell los. Wann willst du eigentlich wegfahren? 8 Minuten 30. Und wo geht's dann hin bei dir? Ah, nach St. Gallen.
Okay. So, Gleis 6. Ich glaube, die Weichen bis auf die da unten passen schon mal. S30. So, und so. Bam. Portal Reutlingen, das ist da oben. Also du stehst da schon mal richtig. Wo fährst du dann hin? Du fährst nach Zürich. Wo bist du hin? Oberwinterthur Gleis 4 und Winterthur Gleis 6. Wir müssen da rein, wo er jetzt gerade hier reinfahrt. Hier habe ich noch ein bisschen Zeit. Andererseits 3 Minuten, 2 Minuten. Wo bist du dann hin? Nach 7 und dann nach Hegi. Gebe ich dir das. Ach nö, jetzt kommt da auch noch einer. Gleis 5. Nach Zürich. Was noch mehr? Alter. Winterthur Gleis 8. Das ist gerade belegt. So, der muss jetzt nach Zürich fahren. Wo noch? Ach, da unten auch noch. Gleis 4. Fährt dann auf Gleis 2 in Winterthur. So, und der war noch da oben. Und der ist erledigt. Holy fuck, noch einer. Northsiding beliebig. Northsiding beliebig, also da unten, ja, dann fährst du erstmal geradeaus hier. So, du willst nach da oben. Und der will nach Oberwinterthur. Oberwinterthur Gleis 3. So, und der will dann nach 5. Also der fährt wieder nach da unten. Okay. Und du warst Gleis 2. Noch 3 Züge. Das ist auch wahnsinnig. Oberwinterthur Gleis 4. So, jetzt wird es unübersichtlich hier. So, und du bist dann auf Gleis 5. Du fährst dann auch hier, hier, 5 und dann da unten rein. So, du hast noch Gleis 8 wollen. Alter! Gleis 7. So, eingestellt. Die fahren. Du willst dann nach Winterthur Gleis 6. Hä? Da wo auch er hier fährt? Ja, du musst dich leider kurz gedulden. Oh,
Oi, oi, oi. So, North Sidings. Du fährst schon mal bis hierhin. So, mach die Fahrstraße, weil dann kann ich North Siding machen. Okay. So, der will wieder nach Zürich. Er wird uns wieder verarschen. Das gibt's doch nicht. Ach, der will nach Goodsyard. Muss das jetzt sein? Ja, da kann nur da rein. Und du bist dann auf Gleis 2. So, ich muss dich hier mal loswerden irgendwie. So, du bist nach Reutlingen. Wohin fährst du dann? South Sidings, beliebig. Okay. Das heißt, die schicke ich dann mal hier rein. Was? Bottle Wiesen? Ach, der muss da rüber. Ah, Stress. Wintertour Gleis 4. Ich hab hier ein kleines Problem. Alter, noch mehr Züge. Ah, das kann's doch nicht sein. Gleis 9. Ja, dann fährst du mal erstmal bis hier hin. Alter, schleich doch bitte nicht so. Oh Mann. Okay, er ist jetzt mal unterwegs. So, der Güterzug kann schon mal eins weiterfahren. So, dich schickt mal. Du warst doch Hegi, ne? Dich schicken wir mal auf Gleis 4, hätte ich mal gesagt. Und dann Gleis 4 Richtung Hegi. So, der hat auch seine Fahrstraße. Kollege, du fährst wieder nach da hinten oben rauf. Okay. Ja, lieber Güterzug. So, er ist am Wegfahren. Wir könnten den eigentlich da in diese SBL reinfahren lassen. Warum ist bei dir noch nicht frei? Du musst nach Winterthur Gleis 4. Ach so. Ja, geil, da schicke ich jetzt gerade den Güterzug hin. Oh no. I'm sorry. Oh, noch einer. Winterthur Gleis 5. Noch einer im Portal? Nee. Ja, geil. Da ist er. An Intercity. Gleis 3. Alter Güterzug, bitte fahr schneller. Bitte, bitte, bitte. Du bist Oberwintertour Gleis 3. Und danach? Ach da.
Oder das programmiert. Kannst du jetzt schneller fahren? 80 fährt der jetzt. Wo bist du denn hin? Southsiding beliebig. Aber erst in 6 Minuten, okay. Brauche ich erstmal noch nicht machen. Oh oh. S12 blockiert mir mein Intercity. Da oben muss natürlich auch noch einer kommen. Fürs 1 und dann Winterthur 9. Ich brauche mehr Gleise hier. Das wird jetzt sogar echt ein Fehler. Offsiding ist beliebig. Das heißt, du kannst dann nach oben fahren. Offsidings. Da ist aber alles belegt. Ich krieg dich da gar nicht drauf. Außer wir tun hier irgendwie rangieren. Schauen, ob das geht. Das war ein Mistake. Wobei, andererseits, ein Offside ist beliebig. Nee, doch. Wir machen das noch hier oben rein. Winterthur-Gleis 5, ja, das ist leider gerade belegt. Hallo, möchtest du losfahren? Noch einer Winterthur-Gleis 7. Schicken wir mal hier rein. Bitte sag mir das. Ja, der fährt nach Zürich, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir natürlich einen Intercity, der mir da im Weg steht. So, komm, andere Musik. Nee, auch nicht das. Besser. Okay, der fährt jetzt dann gerade los. Einer weniger. Der fährt jetzt endlich mal 100. Alter, komm, fahr jetzt in die blöde Abstellung, oder? Nein, jetzt kommt hier auch noch einer. Gleis 8. Ah, hier mich auch, ey. Jetzt bin ich gespannt, was er da vorne machen wird. Wo musst du danach hin? Gleis 9. Okay, du fährst dann auch nach Zürich, vorprogrammieren. Weg mit euch. Da bitte, Gleis 5. So, und der Güterzug fährt erstmal hier auf Gleis 4 rein. Und dann schickt man den nach da unten. Chemtal, noch ein Zug. Gleis 5. Das sind doch alle doof, Mann. Scheiße, der muss Gleis 7.
So, und du dann 9. Ja, ich weiß, dass du... Warte mal. Scheiße, jetzt habe ich gar kein Gleis mehr frei. Kann ich den Trick kurz machen? Anhalten und wenden. Das heißt, hier nehme ich das jetzt mal ganz kurz weg. Du wärst da noch Blitze 5. Okay. So, du fährst anschließend bitte hier runter. Okay, hätten wir auch den erstmal erledigt. 18 Minuten, 11, 20. Wir könnten eigentlich bei dem ein bisschen auf Quick and Dirty machen oder tätigen. Du bist noch grün. Wo ist das? Ach, das ist da hinten. Lass uns das einmal wenden. So, anhalten und wenden. Machen wir jetzt hier Quick and Dirty. Southsiding. Ja, fahren wir da nach oben rein. Ja, ja, schickt's mir halt noch mehr. Wieder zur Gleis 6. Okay, ist gut. Und dann natürlich auch. Wieder zur Gleis 4. Ist alles belegt, Jungs. So, dich gehen wir dann mal auf Gleis 9 reinlassen. Die stehen da ewig lang. Ich schieße an der Fahrplan. So, von Gleis 5 fährst du nach Gigi. Okay. So, Gleis 4 bei dir. Wie lange bleibst du jetzt da stehen? Komm, zeig's mir. 47 Sekunden. Gut, dann gehen wir hier schon mal die Fahrt für Hege für dich. Noch eine neuere City. Dann muss auf Gleis 3. So, und du musst dann auf Gleis 4. Okay. Und dich müssen wir noch auf Gleis 6 reinschicken. Ja, wow, Verspätung. Auf ein Abstellgleis. Du mich auch. So, zischt weg. Sehr gut. Kann ich dir nicht verfrüht losschicken? So, ja gut, er muss jetzt warten. Mal ein bisschen Vorsprung hier. Warte mal, er nach Töss. Du musst dich einmal wenden, bitte. Fährst du nach Rot? Du fährst nach Zürich. Und noch mehr Züge. Klar, alles rein hier. Hab ja Platz. Und dann Gleis 3. Wo fährst du hin? Du fährst dann auch nach Zürich.
Cool. Sonst noch einer? Nee. Vier Minuten, drei Minuten. Oh, da müsste ich auch bitte einmal wenden. Oh, Leute. Gleis 5. So, Hettlingen. Du fährst dann nach Töss. Du fährst dann nach Zürich. Na, jetzt läuft's. Wo willst denn du dann eigentlich hin? Gleis 8? Ja, da musst du warten. Das ist belegt. Oh Mann, immer mehr. Holy shit! Ich bin ja schon mal weit über der Zeit. Und wir sind hab noch 34 Züge. Holy shit. Ja gut. Liebe Leute, ich glaube an der Stelle lasse ich es mal. Machen hier mal kurz Pause. Es macht auf alle Fälle Spaß mit der Tour. Kann es euch nur empfehlen. Schaut euch das selber mal an. Gibt es im Workshop. Ah, nein, da stellen wir kurz die Musik aus. Und gibt ja dann auch noch Biel und Bernhard noch. Aber ich glaube, ich werde ein paar mehr Videos zur Railroad machen und euch mal so ein paar hier zur Stationen vorstellen. Das wäre vielleicht auch etwas für einen Livestream. Was meint ihr? Sollte man das auch mal im Livestream spielen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich hoffe, der kleine Ausblick hier im Video hat euch gefallen. Es ist auf alle Fälle challenging. Und ja, wir sind erstmal 2 Stunden hier beschäftigt. Mindestens. Also, bis denn dann. Bleibt gesund und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.